Hallo und herzlich willkommen zurück zu TPA Season 3. Ich spiele Tag 11, letztes Spiel der Gruppenphase hier an diesem schönen, was auch immer, Tag. Wir sind sehr spät dran. Da ich zu faul war, das Video zu machen. Sagen wir es stumpf. Wir haben nicht aufgenommen. Wir wollten es nachkommentieren. Ich kommentiere es jetzt alleine nach schnell, dass ich es vielleicht heute, Freitag oder morgen vorm Draft hochladen kann. Ja, ich werde das Video so kurz wie möglich halten. Das heißt, sollte es ein bisschen langweiliger und spektakulärer werden. Kein Wunder, ich habe keinen Bock, bin ich ehrlich. Der Spieltag war nicht viel spannend. Es ging für uns um nichts mehr richtig, sondern nur noch um die Platzierung in den Playoffs und unseren Gegner, welcher mir persönlich, to be honest, recht egal war. Ich hätte gegen jeden gespielt, weil ich einfach zufrieden bin, dass ich und Jeremy in den Playoffs sind. Seien wir ehrlich, irgendwie weird, dass ich es geschafft habe, aber ich bin sehr zufrieden damit. Wir kommen deswegen erstmal zu unserem Gegnerteam. Wir haben gespielt gegen die lieben Mystery Fighter. Was, wie gesagt, ich bin heute kurz, deswegen werde ich eine kleine Review zu deren Kader abgeben. Boah, fucking, dieser Kader ist scary. Du denkst, der hat nur spezielle Offensive und dann steht da ein Lycanroc und du denkst dir, fuck ey. Zusammen mit deren S-Tier und insgesamt das Gesamtpaket, super schöner Kader und ich habe keinen Bock gehabt, dagegen zu spielen. Der Kampf ist jetzt auch über eine Woche her, also ich muss nochmal kurz den Kampf gleich reinkommen. Bevor wir also jetzt zum Kampf kommen, zeige ich euch schnell nochmal meine Sets. Oder unsere Sets, besser gesagt. Und ich und Jeremy haben uns ein paar witzige Sachen ausgedacht, wie zum Beispiel Polskav Kyurem in physisch, weil physisch hier besser aussah. Ein Sub-Select Manaphy, weil sie hatten keinen Water Absorb. Wir konnten also Only Surf spielen und mit Whirlpool sogar Leute trappen. Infernape einfach mit Lob. Ne? Für den Damage. Rotom Mode tatsächlich defensiv diesmal, weil das einfach verdammt gut aussah, physisch defensiv, weil das Spezielle ihnen nicht so viel Probleme macht und insgesamt er einfach gut austeilt. Munchlax sah halt gegen so einen speziellen Kader immer ganz geil aus, weil es kommt rein und kann zwar jetzt von einem plus 2 Boreos tanken und Pidgeot ist halt mit Boreos das schnellste Mon, also brauchen wir es einfach. Bedeutet, Speedrunning EPA Video. Wir kommen zum Replay. Heilige Scheiße. Das war ein sehr, sehr interessantes Team bei denen, weil wir hatten alles gesehen. Bis auf das Dusknoir. Und insgesamt hatte ich das Dusknoir. Hatte ich und Jerry Angst. Hatten wirklich Angst davor. Und es kam halt auch direkt hier rein. Und wir sind deswegen auf den Scout gegangen, haben Hurricane gedrückt für den Damage, kriegen sogar die Confusion und kriegen jetzt zwar die Poison, welche uns aber jetzt hier, be honest, zu einem Großteil egal ist, weil wir jetzt das Ding nochmal anhitten können. Und mit Glück ist es sich sogar selber anhittet, sodass wir halt jetzt hier nochmal Hurricane drücken können und sie das nur abschmeißen müssten. Es kommt aber Bronzong rein. Wir sehen, das Ding ist gut defensiv, ich weiß gar nicht mehr, ob es physisch oder speziell defensiv war. Ich glaube, physisch defensiv war das. Und drücken jetzt hier, glaube ich, Heatwave? Nee, wir sind ja auf U-Turn gegangen für den Momentum, weil wir uns dachten, wir wollen nicht drinbleiben, wir wissen nicht, ob es Heatproof ist. Wir können also hier in Manaphy gehen. Und jetzt können wir eigentlich mit Manaphy das machen, wofür Manaphy da ist. Wir drücken Sub. Durch unser Wesen können die den Sub nicht brechen. Und wir kriegen einen Tailglow raus. Wir könnten jetzt hier unseren Sub brechen oder sie gehen raus auf Gardevoir, was wahrscheinlich die beste Option ist. Problem ist, Gardevoir auf der Range killt Manaphy nicht. Bedeutet, sie drücken jetzt hier Hyper Voice und bringen uns jetzt aber in eine Range für die Zellag. Was halt das Geile ist, weil wir können jetzt halt hier Gardevoir 2 hitten. Damit ist ein großer, großer Threat aus dem Game raus. Jetzt kommt zwar einfach Dings rein, Umbreon, um den Sub zu brechen. Ne? Und jetzt müssen sie halt hier sich entscheiden, welches Mon sie zacken wollen. Ob sie Umbreon zacken oder was anderes. Gehen hier auf einen Protect, einfach um ein bisschen mehr Leben auf Umbreon noch zu bekommen. Und dann gehen sie jetzt hier raus auf Dusknoir. Dusclops. Diesen zacken sie dann, weil sie nach der Raube noch brauchen werden. Und Lycanroc kommt rein und drückt hier natürlich Excelroc. Geht, weil das Ding ist auch sowieso bandit.
kommt halt unser Rotom rein. Wir drücken hier, glaube ich, einfach Vote zu stumpf. Und können hier raus. Mit Taubos scouten wir dann jetzt, ob sie Heatproof, Ockerberry, was auch immer sind. Sind sie nicht, beides nicht. Sie haben aber Rest dabei. So, Rest Talk ist halt so, also es ist Rest Chest und nicht mal Rest Talk. Und die sind jetzt einmal wieder full. Was wir jetzt machen können, wir drücken jetzt hier, glaube ich, nochmal Heatwave. Und hier, glaube ich, drücken wir jetzt Hyperbeam tatsächlich. Aus dem Grund, dass wir hier für einfach Damage gegangen sind. So, dass wir jetzt auch hier mit einem Volt Switch killen würden, deswegen sie nicht drin bleiben können. Und jetzt in Boreos rausgehen, der 60% erstmal kassiert. Und wir deswegen hier in Kyurem können. Der Scarfed ist natürlich und deswegen schneller ist. Wir gehen hier ganz geschickt raus aus Bonsong. Der Icicle Spear macht deswegen kaum was. Er trifft zum Glück dreimal. Infernape kommt wieder rein. Und so gehen hier auf Iron Defense. Und hier war so, Alter, wir brauchen hier High Roads, sonst wird das nichts. Weil jetzt können sie auf plus 2 gehen. Und wenn wir jetzt hier nicht gehen sollten, dann drücken sie Rest. Und wären wieder Full Life. Und wir würden das nicht hitten. Gut, dass es nicht passiert ist. Ne? Bin ich ehrlich. Wir hatten Glück mit der High Roll. Wir müssen jetzt hier auf Munchlax raus gegen Boreos. Und wir tanken den Focus Blast mit nichts. Das ist Life Orb, zum Glück. Drücken hier U-Turn, holen sich den Regenerator ab wieder. Gehen hier auf Umbreon. Wir haben hier, glaube ich, einfach stumpf Body Slam gedrückt. Gehen jetzt hier auch weiter auf Body Slam. Weil irgendwas müssen wir paaren können. Oder nee, wir sind hier auf Whirlwind gegangen einmal. Kriegen dann wieder Umbreon. Und das Ballplate uns hier. Wir drücken hier Body Slam. Das müsste hier, glaube ich, einfach stumpf wischen. Ja. Wir drücken wieder Body Slam. Bringen wieder mal keine Paare. Leider. Und drücken jetzt hier. Die drücken Protect. Heilen sich voll. Wir haben. Wer hätte es erwartet? Body Slam gedrückt, weil wir einfach keine andere. Keinen anderen Move gesehen haben. Und drücken hier Body Slam nochmal. Sehr angenehm. Und jetzt müssten sie raus auf Boreos gehen, weil sie den Wish abholen wollen, egal wie viel Damage wir machen. Bam. 36% ist viel. Und da kommt die Paare. Perfekt für Boreos. Sehr schade für Jonas und Patrick. Aber kann man nichts machen. Es ist halt nun mal Pokémon. Kommt Lycanroc rein und wir können wieder mit Rotom rein. Weil wir kriegen einen Free Vote Switch. Sie drücken hier Stone Edge für den Chip. Welcher Mist. Was jetzt für uns noch besser ist. Und jetzt hier. Wenn wir einen Infernape. Können da mit Boreos reinforsten. Gehen auf gehen auf Rotom. Und scouten jetzt den. Was auch immer sie einsetzen. Drehen auf Sludge Wave tatsächlich. Und. Wir gehen jetzt hier mit Volt Switch raus. Sie, warum auch immer, bleiben hier einfach Ballsy drin. Und wir gehen auf Kyurem, die Full Para triggert. Das hätte jetzt wahrscheinlich hier nicht gekillt. Wir hätten einen Hit getankt. Und jetzt müssen wir hier einfach nur noch die Icicle Spears gut treffen. Das bedeutet einfach jetzt hier, ist es nur noch Kyurem spammt Icicle Spear. Die drücken jetzt die Heal Bell und die sind jetzt hier, dem sie einmal protecten werden, trotzdem in der Range für 4 Icicle Spears. Wir müssen die halt nur 4-mal treffen. Das ist das, was wir jetzt hier erreichen müssen. Und wir haben wieder mal Glück und es trifft 4-mal. Vollkommen rein. Nicht mehr parat, aber wir sind schneller und hat getroffen. Wir hätten mindestens zweimal getroffen. Das wäre eh oder so okay gewesen. Der Crit hat nicht gemerkt. Und wir gewinnen 3:0 und haben einen sehr guten Platz in den Playoffs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen positiven Kommentar oder was auch immer da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.
Wir sehen uns morgen um 20 Uhr beim Playoff Draft, wenn ich es noch am Freitag hochkriege. Wenn ich 20 Uhr am 22.05. Playoff Draft. Schaltet ein. Danke. Okay.